Darum auch jetzt da beim Würzen ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich beim Kochen, wenn Sie die Grundwürze ist ganz gut, also Salz und Pfeffer am Anfang dran tun, aber erst final abschmecken, bevor Sie es auf den Teller geben. Weil wenn Sie jetzt da zu viel Salz haben oder mit der Sojasauce jetzt noch einmal Salz dazukommt, dann kann es eben zu heftig sein. So, dann kommen noch zu dem Tartar in den Knoblauch. So, kann ich noch was tun hier? Lass es ruhig auf volle Pulle. Ja. Und dann kommt nämlich nur noch das Fleisch dazu, dann die Soße und dann immer mit dem Wok eigentlich Fleisch. Okay. Das Tartar ist auch so fast final an. Zwischendrin nochmal der Hinweis, es gibt diese Folder von der Bioerleben, die sind in diesem Jahr wirklich die genialsten, die wir seit 7 Jahren haben. Wir haben nämlich hier wirklich jeden Stand beschriftet, Sie haben hinten die Auflistung der Aussteller und Sie haben auch das ganze Veranstaltungsprogramm da drin. Also davon liegen hier bei uns die ganzen Teile raus. Nehmen Sie es mit heim, dass wenn Sie sich daran erinnern, Mensch, da habe ich doch was Tolles gegessen, da habe ich doch vom Hutangel gehört, dann sind da sämtliche Adressen drin. Häufig reicht ja auch die Internetadresse dann und da haben Sie wirklich was zu mitnehmen. Das ist ein wirklich sehr wertvolles Dokument der Bioerleben 2014. So, dann kommt noch in das Gemüse etwas Zitronensaft. Okay. Dass wir einfach so ein bisschen eine frische Säure reinkriegen. Ja, dann sind wir mit dem Männlein laufen. Ja. Können wir jetzt eh nichts mehr erzählen, weil es hört eh nichts mehr. Werden hier gleich Männlein laufen. Das hört eh keiner mehr auf uns. War ich schon mal. So, jetzt machen wir einfach das Fleisch dazu. Jo. So, dann werden wir das Tartar mal bedienen. Okay. Gut, wunderbar. Dann haben wir diese Wokpfanne, da kommt jetzt diese Bohnen aus. Habt ihr uns schon abgedreht hier? Ja, jetzt. Jetzt kommt diese Kokosmilchsoße noch dazu. Ja. Und dann lassen wir das Ganze dann mal kräftig aufkochen. Und dann servieren wir, aber wir verabschieden uns schon mal vor dem Lauf. Oder wenn Sie das Ganze perfekt essen wollen, dann gehen Sie ins Gasthaus Rottner. Wenn Sie es selber kochen wollen, dann kaufen Sie eine Küche von den Möbelmachern, dann funktioniert es wenigstens. Und ansonsten auch der Tipp, am Sonntag beim Stefan Rottner gibt es nämlich Mittag auch die ganz normale Küche mal. Nein, wir machen sonntags eine fränkische Bratenküche. Also mit den Dingen, die der Franke am Sonntag braucht. Schäubele, Rouladen, Kalbsbraten, Schnitzel, aber das nur sonntags, Mittag. Genau. Ansonsten also die ganz gehobene, tolle Küche. Wir bedanken uns bei der Toni, die den Service macht. Wir bedanken uns bei Stefan Rottner für das Kochen und wünschen Ihnen noch einen wunderbaren Tag auf der Bioerleben. Dankeschön. Vielen Dank. Na? War das just in time, oder? Bitte? Kannst du nicht, ja. Teller? Ja, nee. Nee, haben wir dann. Ich dachte, ihr müsst teilnehmen bis zum Männlein-Laufen heute. Ja, haben wir ja. Mit unserem Kommentar. Verabschiedet haben wir auch. Die Leute haben da so nichts zu essen jetzt. Wer war das?
Chef ist der Rainer Wilke. Okay. Ist das Danke mir, dass ihr den Kuchen. Ja, ja. Das war gut. Aber es ist ein Beispiel in 7 Jahren. Ja. Nein, wir hatten auch eine, der 3 Jahre lang immer bei fast bei jeder Show hier saß. Und dann wollte ich schon sagen, also ich weiß jetzt auch nicht, das ist immer der gleiche, so, das war ja auch nicht euch. Und dann war der halt ruhig, wie so manchmal. Hab ich gedacht, naja. Und dann sehe ich plötzlich, nach der Show wieder in der Hand, nee, das ist nicht.
Natürlich auch die genialste Zubehörungsart dafür. Ne? Und das ist das auch. Ja, aber gut, wir haben jetzt nämlich, du hast jetzt eigentlich verschwindet und wir haben alle Zeit der Welt zur nächsten Show, also das ist gar nichts machen. Die Küche haben wir. Und Gott sei Dank habe ich viele Kunden, die das auch von mir gekauft. Und die, das ist nicht die schönste, das ist die, die ich halt jeweils anpassen muss an dem, was sonst in der Werkstatt steht, was wir gerade nicht hatten, was einfach die nächste zu den anderen ist. Das ist ja einfach, wenn wir halt eine Showküche haben, dass sie halt immer mal wieder ein bisschen anders. Dass man halt einfach das grüne Leder war einfach auch, um diesen Bogen zu kriegen, den die gute war. Aber sie hat gesagt, sie möchte jetzt die auch eine Küche, die halt mal von der Front her gebogen ist, und das kann ja mit Glas nicht. Ja, so kam es dann zum Leder im Prinzip. Ja, wir machen viel mit Fotodruck, mit Edelstahl, mit Stoffmüll, egal. Ja, jawohl. Frankenfernsehen gesehen. Gibt. Was hast du gesehen? Frankenfernsehen in Fürth. Ist ein Weinhandel. Seit 30 Jahren. Der hat aber keine deutsche Weine, glaube ich. Aber er hat sich spezialisiert auf seltene Rebsorten. So, der Mama fragt mich mal, ob ihr das kennt oder das. Die war gestern da, hat ihren Gremmel zusammengepackt. Also die ganz nervös, glaube ich. Naja, ich glaube, nachdem sie jetzt ja schon mal mit Gremmel gemacht hat. Ja, sie kommen nochmal eingekommen, aber dazu geht bei uns auf dem Montag. Wir erleben gerade das Männlein-Reckenleib-Dialekt über um 12 Uhr mit uns in Nürnberg. Nicht nur heute, sondern das ganze Jahr, aber immer wieder ein Highlight. Gegessen haben wir auch schon, das wird auch gegessen drüben bei den Möbel machen, da wird auch heute nochmal gekocht. Die nächste Kochschau übrigens um 14:15 Uhr mit Stefan Kneißel. Da gibt es, glaube ich, was Süßes auch vom Gasthaus Rottner. Vielleicht mal nachfragen, ob es noch Plätze gibt. Kann man sich anmelden und dann einfach da ein bisschen ausprobieren, genießen und schwemmen. Und wir haben natürlich weiterhin ein gutes Rahmenprogramm, ja, Musikprogramm vor allen Dingen hier auf der Bühne am Hauptmarkt Bio erleben. Wir haben sehr morgen schon mal erleben und hören und sehen dürfen. Campos do Brasil, klassische Weltmusik mit Susanne Schönwiese und ihrer Band. Ich wünsche Ihnen viel, viel Vergnügen und natürlich auch hier guten Appetit. Ich muss jetzt an den Boden sehen. Ach, nein. Okay. Ich muss jetzt an den Boden sehen. Der Küchenchef von meinem Ausbildungsbetrieb hat heute 60. Geburtstag in der Eingabe. Da müssen wir eben 3, 15.
müsste nur an einem Treffpunkt sein, weil die ganze Geburtstagsgesellschaft mit einem Bus an den Bodensee fährt und dort eine Weinprobe macht, eine Weingut Kress, und dann gehen wir in Überlingen in ein Restaurant zu haben. Dann übernachten wir in Bad Saargau,